rosa Eierfarbe gefärbt. Pegida ist so ein Phänomen für sich. Also als die Demonstration losging, war ich auch am Anfang doch recht häufig auf der Gegenseite dabei. Und was ich einfach erlebt habe, das war gruselig. Ich weiß nicht, ich verstehe das nicht, wie ein Mensch so gegen andere Menschen hetzen kann. Und das ist Hetze, was passiert, wenn man sich die sozialen Netzwerke anguckt, da wird einem schlecht. Wie soll ich sagen, ich finde es auch ganz schlimm und beängstigend, was zurzeit in Dresden einfach passiert. Das war wirklich gruselig. Also, die haben sich dort auf ihre Lautsprecherwagen gestellt und tatsächlich plumpe Stammtischparolen gebrüllt. Und dann haben sie natürlich immer behauptet, nein, wir sind nicht ausländerfeindlich, wie auch immer. Nein, das haben wir nicht gesagt, wie auch immer. Das ist ganz furchtbar, wenn man aber dann tatsächlich den Einzelnen sich mal angeguckt hat, der da die Deutschlandfahne hisst, der hier keine Ausländer sehen möchte. Aber auch, das war auch so ein Mensch, der sich noch nicht irgendwie mit Fakten, wie auch immer, auseinandergesetzt hat. Tatsächlich Menschen zu sehen, Menschen in einem größeren Gebilde als innerhalb von Grenzen. Also ich wünsche mir, dass Deutschland dahingehend offener wird und nicht so festgefahren in alte Strukturen weiterdenkt. Ich kaufe viel Bio oder Fairtrade. Ich lebe vegan. Das heißt, es ist sowieso nicht so einfach, im klassischen Supermarkt etwas zu finden. Und das sind halt so Sachen, das ist meine private Überzeugung. Also das lebe ich, das bin ich einfach. Und Premium-Cola deckt sich mit diesen Werten. Und deswegen ist es schon so ein kleines Liebhaberprojekt, wo auch viel dran hängt und was ich auch nicht so schnell aufgeben wollte. Also es geht weniger um das Produkt an sich, sondern mehr um die Philosophie, die dahinter steckt. Also es gibt keine klassische Struktur, es gibt keinen Chef, es gibt, wie soll ich sagen, keine klassischen Angestellten. Also wir sind alle freiberuflich, arbeiten wir für Premium Cola und alle sitzen woanders. Hallo, hier ist die Lisa von Premium Cola. Wie kann ich da weiterhelfen? Ich habe studiert und habe dann bei Premium Cola angefangen und so weiter und habe schon angefangen, nebenbei so ein bisschen immer zu schreiben. Und es haben sich dann immer so viele kleine andere Projekte ergeben und dann war für mich eigentlich klar, dass es das ist, was ich will. Selbst entscheiden, was ich mache und wie ich mache und möchte viele verschiedene Dinge machen, auf die ich Bock habe. Da oben die bunten Fähnchen. Also ich bin halt mit 14 wirklich tatsächlich mit Springerstiefeln rumgerannt, mit bunten Haaren und kurzem Röckchen und so weiter. Und das war mein Ding. Also ich habe tatsächlich als sehr junger Mensch Tagesschau geguckt und wollte einfach wissen, was passiert. Also was passiert um mich herum? Und ich wollte verstehen, was ist denn eigentlich Europa? So, und ich glaube, das ist vielen nicht klar. Das ist viel zu weit weg. Und es gibt auch meiner Meinung nach viel zu wenig Empörung in Deutschland, was Europa betrifft, sondern unsere Mutti, Frau Merkel, richtet das schon alles irgendwie. Ja? Und Entschuldigung, dass ich das so sage, aber sie, für mich ist sie so ein bisschen die Mutti, auch die Mutti Europas, kann man schon fast sagen. Und niemand empört sich oder niemand sagt was dagegen. So, aber selber zu gestalten, Gesellschaft zu gestalten, passiert meiner Meinung nach zu wenig.